Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Chains of Olympus. Wir sind in einem Rätselräumchen und genau diesen wollen wir jetzt auch weitermachen. Nachdem wir im letzten Part hier unseren lustigen Schild bekommen haben, wie hieß der eigentlich nochmal? Genau, der Sonnenschild, den haben wir im letzten Part bekommen. Und genau mit diesem machen wir jetzt auch weiter. Den setzen wir nämlich hier oben ein. Und irgendwas passiert. Leitstrahl. Ah, okay. Ich erinnere mich. Und zwar müssen wir für jedes Ross einen Lichtstrahl abfeuern. Wenn ihr euch an Part 3 war das, erinnern könnt, da hatten wir doch diese Rösser gesehen und ich habe euch gesagt, ignoriert die zurzeit. Noch sind die total unwichtig und unnötig und unnütz und ich hatte ja die ziemlich beleidigt. Und die wären wichtig, aber die sind sehr wichtig, aber wir brauchen dafür noch diese Lichtstrahlen, um die Rösser, ja ich sag mal so, zum Leben zu erwecken. Das war ein Leck. Damit sie ihr Weg weitermachen. Also, damit sie den Wagen endlich ziehen. Beeil dich, Kratos. Wir sehen, haben wir den ersten Lichtstrahl, aber wir brauchen halt noch zwei weitere Lichtstrahle. Strähle? Sag mal, das ist die Mehrzahl von Lichtstrahl, Lichtsträhle? Schreibt sie mir mal in die Kommis. Was ist die Mehrzahl von Lichtstrahlen? Lichtstrahle? Lichtsträhne? Schreibt es mir mal in die Kommis. Würde mich jetzt mal gerade interessieren. Was ist die Mehrzahl von Lichtstrahlen? Wir gehen jedenfalls durch diese lustige Tür und... Okay. Okay. Ja, ich kann mich erinnern an den Raum, ja. Oh ja, oh ja, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die Höhlen des Olymps. Und wir speichern erstmal ab. Hier, beim Thronzimmer haben wir das letzte Mal abgespeichert. Ah, ihr seht ja immer da die Zeit, wann ich aufnehme. Eigentlich nicht so cool und gerade hat sich WhatsApp gemeldet. Ich wette, das ist Ruffy. Der mich jetzt doppelt anschaut. Na super. Vielleicht sollte ich WhatsApp ausmachen. Das ist mir schon mal in Mario Kart 8 passiert, dass ich eine Nachricht beim Let's Play gekriegt habe. Bei WhatsApp. Und ich habe mein Handy auf dem Tisch liegen und Tritonlanze haben wir erhalten. Verleiht die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Ja, denn Kratos kann jetzt schwimmen. Also er war wie ein normaler Mensch. Der konnte halt unter Wasser nicht wirklich atmen, sagen wir mal so. Aber durch diese Tritonlanze, die wir erhalten haben, die ich nicht aufstufen kann. Ich kann sie euch mal zeigen. Da haben wir sie. Ach übrigens, ich kann euch noch zeigen, wie viele Artefakte wir bekommen. Ja, jetzt haben wir hier die Tritonlanze bekommen. Wie ihr seht, haben wir noch an Magie zwei Fragezeichen und bei Waffen haben wir auch noch ein Fragezeichen. Soll jetzt klar sein, was wir machen müssen. Na, genau, abtauchen. Hier befinden sich auch manchmal Truhen, also böse Truhen. Wenn wir auch hier wieder auf R gedrückt halten, dann können wir so eine Power-Attacke machen. Hier gibt es auch immer Truhen. Also Kratos kann Unterwassertruhen öffnen. Bin immer noch verblüfft, wie er das denn überhaupt hinkriegt. Da müssten wir rein. Denke ich mal, ja. Ich finde die Musik auch in dem Spiel auch immer extrem geil. Also die Musik von God of War ist extrem nice immer. Ich weiß, wir könnten da rein, aber ich habe ja gesagt, dass es hier auch Truhen geben kann. Ich glaube, die sind hier in dem Spiel gar nicht mal so schwierig. Also ich kann mich erinnern, in God of War 3 und also God of War 1, 2, 3. Ah, hier. Siehst du?
Siehst du? Ja, das dauert halt natürlich hier ein bisschen länger. Wisst ihr, unter Wasser ist es ein bisschen schwieriger, Dinge aufzumachen. Und das gleiche Problem hat Kratos. Mit dieser Lanze brauchen wir halt. Oh, okay. Ich habe euch ja gesagt, hier gibt es jetzt auch Verstecke in Sachen. Ihr seht, ist da die Tür, da kommen wir aber leider nicht durch, aber die andere Tür war ja brüchig, deswegen kommt ihr da lang. Also, es gibt auch noch deutlich badassige Verstecke, also da kommt. Ja, ganz klar. Ich gerade schon. Jetzt erklärt mir das Spiel, obwohl ich das schon vorher gemacht habe. Manchmal muss man hier auch auftauchen, also. Es gibt auch hier solche Untergrundpassagen, da musst du auftauchen, um an Orbtruhen zu küssen, oder Orbtruhen ranzukommen. Also das Spiel kann manchmal schon ziemlich böse sein. In Verstecken. Keine Ahnung, warum man überhaupt da durchkommt. Ich meine, das müsste doch extrem wehtun, wenn er da mit voller Wucht da... Da ging doch was mit dem Kopf gegen so ein Stahltor. Also, ich kann mir vorstellen, das tut extrem weh. Aber Kratos hat halt einen Dickschädel. Das ist wahrscheinlich die Erklärung. So normal durchschwimmen kann er nicht, aber wenn man hier diese Aufklärungsattacke einsetzen, dann kommt man hier durch. So, wir drücken den Schalter und öffnen damit die Tür, die mir jetzt was bringt. Ah, öffne dich, Caesar. Ja. Wenn wir jetzt noch die eine Orbtruhe holen wollten, ja, dann sind wir jetzt am Arsch. Der Weg ist nämlich eingestürzt. Aber das soll uns ja nicht wirklich interessieren, weil wir haben unsere Orbtruhe, wir haben gründlich erkundet. Und von daher, das wird mir auch jetzt erst erklärt, dass ich da an der Decke, dieses an der Decke laufen, also an der Decke klettern und an der Wand klettern, das ist von Prince of Persia abgeguckt. Also das Spiel hat auch Prince of Persia Aspekte, wer die Serie kennt. Ist auch ein Spiel für die PlayStation 3. Ich weiß nicht, ob es auf die Xbox 360 rauskam. Ich glaube PS2 und auf PS2 ist es auch rausgekommen. Na, bei Xbox Titeln kenne ich mich nicht so gut aus. Xbox rauskam. God of War weiß ich, dass das ist die PlayStation 3 bzw. PlayStation 2 und also generell PlayStation halt einfach. Um es so zu sagen. Ich vergesse immer, dass ich blocken kann jetzt, ne? Komm, jetzt geh endlich drauf. Danke. Hier kommt bestimmt noch einer, oder? Weil das geht hier nicht weg. Doch, okay. Es kam jetzt gerade so ein bisschen komisch vor. Hä? Warum geht das jetzt nicht weg? Und voila. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal zurückgehen. Deswegen lasse ich die Truhe da in Ruhe sein. Und außerdem habe ich ja nicht gerade wirklich viel kassiert. Ah, wo wir hier gerade bei Wasser sind. Kratos betrat die Höhle und Eos, Göttin der Morgenröte und Schwester des Helios, saß dort. Offensichtlich geschwächt, weil ihr das Sonnenlicht fehlte. Ehre sei Zeus, dass er dich unversehrt zu mir geführt hat. Der König der Götter hilft mir nicht, Eos. Für Zeus und den Olymp bin ich nur ein Sklave. Rette meinen Bruder. Dann bringt er Zeus dazu, dich von deinen Pflichten und Albträumen zu befreien. Du hast mein Wort. Die Götter haben ihr Wort schon zu oft gebrochen.
Vergib mir, wenn ich dein Versprechen keinen Glauben schenken kann. Das liegt ganz bei dir, Kratos. Das Urfeuer ist fast erloschen. Ohne Helios ist das lebensspendende Licht der Welt für immer verloren. Wenn du ihn nicht findest, erwartet uns nichts als Dunkelheit und Tod. Wohin hat Atlas ihn gebracht? Ich weiß es nicht, Kratos. Folge dem Weg aus der Höhle. Hol dir das Feuer. Es führt dich zu den noch übrigen Rossen. Sie werden dich zu ihrem Herrn bringen. Zu meinem geliebten Bruder. Mögest du so schnell sein wie Hermes, Geist Spartas. Ich weiß ja nicht, meine Liebe, das ist ein bisschen kühl, ne? Also, ja, liebe Freunde, das ist ja wieder typisch God of War. Einfach mal extrem sexistisch. Eigentlich brauche ich es ja nicht, aber... Wait. Das ist so typisch God of War, einfach so extrem sexistisch. Das ist so klar. Jetzt kommt wieder so ein... Das ist jetzt auch wieder schon so ein cooler Streck. Ja, nimm das hier, blöd an. Wer seid ihr eigentlich überhaupt? Wurdet ihr mir noch nicht früher vorgestellt? Seid ihr Idioten von Morpheus oder was? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Warum können die eigentlich immer auf den Boden? Das frage ich mich eigentlich auch immer bei God of War. Warum kommen die Gegner eigentlich immer auf den Boden heraus? Ich will den finishen. Nein! Oh, ich wollte den finishen! Ach, okay, jetzt so. Geil, passt. Du gehst jetzt mal sterben. Ah, das ist auch. Na, oh, genau. Hier, geh jetzt sterben. Stirbst du jetzt so? Da, ey, ich sag's doch. Ständig in der Luft halten. Wenn er so ein bisschen auf dem Boden ist, dann kannst du ihn immer in der Luft halten. Das ist das, was ich hier meint hatte. Dass du die Gegner extrem trollen kannst. Ein bisschen blöd ist natürlich hier die Kamera. Aber dann muss man halt einfach nur draufschlagen und dann trifft man die Gegner irgendwann. Vor allem bei solchen engen Räumen. Es ist fast unmöglich, den Gegner nicht zu treffen. Ich kriege auch ein bisschen hier an Energie hinterher schmissen. Das Urfeuer, die Höhlen des Olymps bergen das Feuer, das alle anderen hervorgebracht hatte. Das Urfeuer, das vor langer Zeit von den Titanen Prometheus gestohlen und zu den Menschen gebracht wurde. Dies ist die Quelle von Helios Kraft. Danke für die Information. Hier kriegen wir auch wieder einen Speicher. Ja, komm, speichern. Speichern ist wichtig. Wenn du nicht speicherst, dann wird es fatal. Der Speichersong von Benny Bunny Five. Wer kennt ihn? Schreibt es unten in die Kommis. Wer ist auch noch traurig, dass Benny jetzt keine Videos mehr macht? Aber ja, der ist auch, warum er keine Videos mehr machen kann. Ich erhalte das Urfeuer. Ah, okay. Bin's. Ah, okay. Ah, okay, ich muss es im richtigen Moment blocken. Genau, ich muss die Schilde kaputt schießen. Soll man sich im richtigen Moment blocken? Also kurz bevor mich das trifft, im richtigen Moment blocken. Und dann kann ich das so wunderschön steuern. Das ist hier. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. L1 und L2. Was? Moment. Wie gesagt, man kann es hier so perfekt mit einem Block. Das ist halt unglaublich cool in diesem Spiel. Ich bin
den Gegner im perfekten blocken kannst. Den halt den Instant umbringen kannst. Das ist so geil. Ist auch generell ein God of War extrem. Nein, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ah, supi. Wollte jetzt eigentlich den Part beenden, aber... Oh, ich nehme ihn doch mit. Und dich natürlich auch. Ich darf ihn nicht vergessen. What the fuck, von wo kam ich jetzt eigentlich gerade? Von wo kam ich jetzt eigentlich gerade? Ach, da... Von da. Achso, okay. Oder? Ah, okay. Von da kam ich. Was ist in der anderen Tür gewesen? Also hier. Ja, hier ist natürlich auch noch eine Truhe. Ja, ein bisschen spielen wir noch weiter. Ich würde sagen, die Tür öffnen wir noch. Oh geil, wir brauchen nur noch ein Gorgon-Auge und nur noch eine Phönixfeder. Dann erhöhen wir einmal Magie und einmal die Energie. Das nächste entscheidet. Die Tür öffnen wir noch. Vielleicht kriege ich doch noch die Möglichkeit zu speichern. Ich glaube es zwar nicht, auch wenn ich gesagt habe, dass die Speicherpunkte sehr... Beeil dich, Kratos. Nee, die sind... Okay, die Gegner müssen noch fertig machen. Ich kann jetzt hier nicht mitten im Kampf einfach mal den Pfad ändern. Komm. Oh, ist das geil mit dem Schild jetzt. Vor allem haben wir ja den jetzt auch komplett ausgespielt. Jetzt ist der noch hier. Die sind instant paralysiert, ist so cool. Oh ja, aber mit zwei ist es ein bisschen asozial. Wie ich die Gegner nicht getroffen habe. Komm, der nervt. Dürf. Und die wollen natürlich auch. Ja, das meine ich mit dem unendlich in der Luft halten. Kannst den Gegner so in die Luft flacken und dann bleibt er für immer in seinem Leben in der Luft. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play God of War Chains of Olympus wieder. Bis dahin, Leute, und ciao!